willkommen im Selketal, im wunderschönen Selketal. Ihr seht hier ganz viel Landschaft. Wir haben links und rechts ein paar, ja, Berge mag man es ja gar nicht nennen. Es sind Hügel, aber immerhin, also das ein oder andere hier sind über 100 Meter hoch. Ihr müsstet also ganz schön klettern. Es sei denn, ihr macht es so wie ich. Heute gibt es eine ganz entspannte Wanderung hier durchs Selketal. Wenn ihr also Lust habt, bleibt dran und kommt mit. An der ein oder anderen Stelle bekommt ihr hier zusätzliche Infos und die finde ich für Leute, die noch nie hier waren, besonders hilfreich, weil hier kann man einfach mal sehen, was es hier so alles gibt. Wo sind wir? Hier sind wir. Losgegangen. Oh ja. Moment mal, hier ist... Ah ja, hier unten sind wir losgegangen. Wir sind also schon ein ganz schönes Stück hier jetzt unterwegs. Empfehlung des Tages, was man auf jeden Fall gesehen haben sollte, ist die Burgruine Anhalt. Direkt aus dem Tal kann man quasi, ja, hier über so einen kleinen Umweg steil hochsteigen. Sehr schön, lohnt sich auf jeden Fall. Und die zweite Empfehlung, die Burg Falkenstein sind von hier aus noch, ja, ein paar Meter hin und auch da kommt man direkt aus dem Tal hoch. Sehr, sehr schön. Und ansonsten gibt es hier, ja, viel Selke, viel Grün um diese Jahreszeit. Und mein persönlicher Favorit sind all diese niedlichen kleinen Brücken, die es hier gibt. Also abgesehen von den ganzen Vögeln, die ihr vielleicht im Hintergrund hören könnt. Ich hoffe, die Kamera kann sie einfangen. Ansonsten glaubt mir einfach, es piepst ringsrum. Ja, ich bringe euch heute echte Soundeffekte. Hab mir viel Mühe gegeben, diesen Wind hier einzuspielen. Und zu unserer Rechten, steiler Aufstieg, leider ohne Weg. Also wer da hoch möchte, von hier aus direkt, ja, steil hoch, würde ich jetzt durch den Wald vielleicht heute nicht machen. Mit ein bisschen Umweg kommt man da hoch. Mehr als 100 Höhenmeter, es sieht gar nicht so aus, ne? Aber da oben gibt es was zu entdecken, nämlich die alte Burg Falkenstein. Ich bin mir aber nicht sicher, wie viel ihr da tatsächlich noch sehen könnt. Da sollen nur so ein paar Überbleibsel noch sein. Mehr ist da leider nicht zu sehen. Schade drum, sonst hätte es mich vielleicht sogar da mal mehr hingezogen. Dann doch lieber die Burgruine Anhalt. Ja, und wenn ihr ein Stück weiter seid, seht ihr es da hinten? Da hinten oben. Wo, da so. Der erste Ausblick auf den Falkenstein. Die Burg ist wirklich schön. Also wer mal hier ist, nicht vergessen, nicht verpassen. Und zu unserer Linken, oh Gott, jetzt muss ich sie suchen. Zu unserer Linken, irgendwo hier links oben, ist eine Stempelstelle. Ich weiß, ich bin Kaiserin. Und nein, ich laufe hier nicht den Berghang hoch. Aber ich bin schon mal diesen Berghang hochgelaufen, um da oben zur Stempelstelle zu kommen. Ja, ist ganz okay, aber es gibt halt keinen Weg leider hoch. Von daher, also ihr müsstet dann wissen, wo ihr hier hoch wollt und wo ihr hoch müsst. Und dann macht sich das eigentlich ganz gut. Also läuft sich schön durch den Wald hier, kann man nicht meckern. So, ein Stückchen weiter ist wieder eine dieser besagten niedlichen kleinen Brücken. Hier gibt's ja so einen kleinen Rastplatz und die Möglichkeit, direkt zum Wasser runterzulaufen. Na gut, es ist nicht so ganz die Jahreszeit, wo ich geneigt wäre, jetzt meine guten Wanderschuhe auszuziehen und mich hier hinzusetzen am Wasser. Aber ich glaube, wir machen doch einfach mal eine kleine Wanderpause, trinken einen
Schluck Tee, essen ein Brötchen und ja, wandern dann ganz gemütlich zurück. Ziel ist der vierte Friedrichshammer. Da gibt es ein total leckeres, ja, Restaurant ist übertrieben. Nein, eine total tolle Bäckerei, die aber auch Mittagstisch anbieten. Und da soll es als nächstes hingehen. Jetzt aber erstmal kleine Pause. Auf dem Rückweg sind wir nochmal an diesen wunderschönen Brücken vorbeigekommen. Und eine davon ist die Hirschsteinbrücke. Ich gehe mal davon aus, die ältere der beiden. Nochmal auf der Karte, um es einzuordnen. Wir sind hier. Der alte Falkenstein ist genau da oben. Ja, kommt man, ja, man sieht es hier auch nicht direkt hoch. Und hier hinten war die Burg Falkenstein. Wieder ein paar Infos. Und die besagte Brücke ist hier drüben. Sie ist aber gesperrt. Das heißt, die ist wahrscheinlich so marode, dass man da nicht mehr rübergehen sollte. Aber ja, hier ist ein bisschen Holzbrücke angelegt. Leider hat sich wohl die Landschaft ein bisschen verschoben. Deswegen ist da jetzt so eine Metallbrücke. Aber sehr schön. Und ja, ihr seht im Hintergrund schon, wird als Rastplatz genutzt. Ist auch herrlich hier. Muss ich einfach sagen. Ich liebe das Selketal ohnehin. Gerade im Frühling, es fängt jetzt gerade an, dass alles erwacht und grün wird. Also wer noch ein bisschen mehr Grün haben will, einfach mal noch 2-3 Wochen warten. Ich glaube, dann sind die Bäume hier richtig so weit, dass sie ein bisschen mehr Grün zeigen, als es jetzt der Fall ist. Ja, das richtig Schöne an dieser Jahreszeit ist doch, dass so nach und nach die Blüten rauskommen und um uns herum alles grün wird. Zumindest hier im Selketal sind die Kastanien schon so weit, dass ja die meisten der Knospen aufgegangen sind und man die ersten Blätter schon schön sehen kann. Herrlich! Kastanien sind mit unter meinen Lieblingsbäumen. Ja, ein Stück weiter die Selke hinauf, kommen wir wieder an eine Brücke. Und die Brücke ist ziemlich markant, weil hinter uns ist ein Parkplatz und der ist um diese Tageszeit dann schon gut besucht, weil hier geht's hoch zur Burg Anhalt. Und wie gesagt, wer mal hier ist und ja in der Lage ist, auf Berge hochzusteigen, sollte das unbedingt machen, ist ein ganz normaler Wanderweg, also nichts über Fels und Stein, aber halt über 100 Meter hoch. Ein bisschen Kondition ist nicht schlecht, ist aber sehr schön da oben. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ansonsten, auch so eine Stelle ist himmlisch. Ja, jetzt ist aber so ziemlich Mittag und da möchte ich natürlich auch eine Mittagspause machen. Das heißt, es geht jetzt noch ein Stückchen weiter in die Richtung und dann kommen wir zum dritten Friedrichshammer und da gibt es lecker was zu essen. Ja, das Restaurant selbst ist wunderschön hier gelegen. Ganz viel Grün ringsrum
Und wir sind sehr pünktlich da. Sie sind noch im Vorbereiten, noch ist nicht geöffnet. Aber nur um euch mal einen Einblick zu geben, ist doch sehr schön. Und danach ist man gut genug gestärkt, um da wieder hochzukommen. Na, muss heute nicht sein. Aber nur um euch mal einen Einblick zu geben, was es gibt. Ich liebäugle mit der Linsenbolognese mit Kartoffelplätzchen. So, das war richtig lecker mal wieder. Ist ein vegetarisches oder veganes? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall mindestens ein vegetarisches Restaurant. Kartoffelsuppe mit veganer Bockwurst, richtig, richtig lecker und man merkt den Unterschied zu normalen Bockwürsten kaum noch. Also ich habe mir zwei zusätzliche mitgenommen, ich konnte nicht widerstehen und hatte dann noch so einen leckeren Linsenteller mit ja, Kartoffelplätzchen, also nicht die üblichen Kartoffelpuffer, sondern wirkliche Plätzchen. Und das hier ist quasi die Ausfahrt vom Restaurant. Und ich habe mich vorhin versprochen, natürlich nicht der dritte Friedrichshammer. Hier ist der vierte Hammer und wir kommen nicht umhin. Also ne, wir müssen einmal auf so einer Wanderung im Harz auch einen Blick auf eine Stempelstelle werfen. Stempel ist da, alles heil, alles in bester Ordnung. Und hier drüben fließt dann entsprechend wieder die Selke. Das Restaurant war sehr gut besucht jetzt zur Mittagszeit. Und selbst wer keinen großen Hunger hat oder ein bisschen später am Nachmittag hier vorbeikommt, die haben auch ein kleines Angebot aus frisch gebackenen Kuchen. Von ja, Apfelstreusel bis hin zu Zitronencreme mit Sahne. Also ich glaube, es ist für jeden Geschmack was dabei. Und wer da noch möchte, kann sich's hier noch mal gemütlich machen. Füße vielleicht noch mal reinhalten in die Selke. Das habe ich jetzt zumindest vor. Und dann geht's wieder nach Hause. Ja, ist sehr schön hier. Also kann man nicht diskutieren. Absolut sehenswert, sehr schön. Kommt her, das Selketal muss einfach gesehen werden. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid jetzt nicht allzu hungrig von meinen Beschreibungen her. Und wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!